Und willkommen zurück. Sechster Akt, Kapitel 3, frisch angelaufen und durchgeladen. Beim letzten Mal sind wir durch den Untergrund von diesem Planeten gelaufen, haben da komische Spinnenviecher gesehen, alles plattgewalzt. Und jetzt sind wir wieder draußen, standen vor der Ulysses und sind jetzt am Stahlseil runtergerutscht. Und ja, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Kommt schon, ihr Schlappschwänze, mein Baby ist da vorne. Wie sind wir in der Zeit? Genauso beschissen wie deine Fresse. Halt Maul. Wenn wir nicht bald da reinkommen und die Bombe entschärfen, sind wir alle tot. Schon verstanden. Ja. Ich schätze, meine Crew ist bereits tot. Geld habe ich ja eh noch. Nicht so viel, aber wir haben noch genug. Obwohl, nee. Scheiße. Wir müssen. Das muss ich ja eben alles leer ballern. Was denn? Keine schnippische Erwiderung? Kein klugscheißer Geschwätz? Ne, wollen wir mal was Neues ausprobieren. An Bord der Ulysses waren über 700 Seelen. Ihr seht sie hier vor euch. Das ist gut, Cerano. Das hier waren menschliche Wesen. Ja, ist gut, verstanden. Sie hatten Familien, Menschen, die sich auf sie verlassen haben. Weißt du, wie viel Leid du damit im ganzen Universum verursacht hast? Ich würde sagen, wir hatten beide unseren Anteil daran. Aber wir reden hier nicht über mich. Was wir hier vor uns sehen, sind nicht die Leichen. Einige wurden gefressen. Andere wurden verstümmelt, bevor mit ihnen herumgespielt wurde. Die Burnouts sind hier. Ich habe Lust, was zu erschießen. Aha. Töten ist eben alles, was du kannst. Was? Ich habe mir auch eben eine andere Waffe mitgenommen. Warum habe ich denn jetzt... Ja. Hat ja bestens funktioniert. Will irgendwie nicht so. Die Waffe und ich hab. Toll. Ist echt super. Wo geht's denn jetzt lang? Achso, hier. Ich habe das Gebiet erfasst. Es gibt nur einen Weg hindurch. Folgt mir. Warum so schweigsam, Hans? Mann! Hör auf da. Nicht aus dem Scheißdreck, ey. Jawohl! Meine Kumpels! Boah, Alter, sind die. Ja. Ah. Oh. Ja. Kommen jetzt endlos viele Gegner oder wie ist das? Zack. Nein, noch ein Stück. Ja. Ja, komm mal her. Meh. Das Gebäude ist durch das Gewicht der Ulysses zu leichten Belastungen aus. Ach nö. Wollen wir uns deshalb Zeit lassen? Ein Nickerchen halten? Du hast die Führung, also gibst du auch das Tempo vor, Ishii. Hier war noch irgendwo. Genau. Schön, dass ich dafür Munition nachgeschmissen krieg. Jo.
habe ich denn hier? Warum ist die nicht mehr ausgerüstet? So. Schlunder! Na toll. Nein, es gibt einen Weg hindurch. Dann hau mal rein, hier ist doch nichts mehr. Achso. So. Ja, nicht mehr lang. Der kommt schon. Einfach mal so. Wuhu. Und noch einer, komm. Naja, komm mal. Ach, das ist nichts zum explodieren lassen. Naja. Also doch. Wurde verarscht. Ja, warte. Und du? Eine Tür! Ulysses. Sah ja auch schon mal besser aus, mach mal auf. Und was jetzt? Was siehst du dir da an? Heilung! Aha. Beeilt euch gefälligst, ihr Kackfressen! Halt's Maul! Die Bombe ist da lang! Dort, hinter den Leichen dieser Mütter! Boah! Das Ding ist am Arsch! Also. Oh, Sägebrutzel! Der Gang ist zerstört, aber dieser Schacht führt uns hin! Da hoch? So, da unten durch. Tick, tack, tick, tack. Seid ihr nervös, Jungs? Halt endlich deine verfickte Fresse. Ja. Oh, ist das Baby etwa mies gelaunt? Das ist die Schuld, richtig, Junge? Und all diese Toten helfen auch nicht. Ja. Gern geschehen. Bist du etwa sensibel, Junge? Soll dich Papa in den Arm nehmen und dir sagen, dass du das gut gemacht hast? Die Fluchtkapseln. Nur die Hälfte von ihnen wurde benutzt. Wir hatten nicht wirklich viel Zeit, nachdem dein kleiner Wichser hier uns gerammt hat. Wir haben dein Schlachtschiff abgeschossen, das haben wir getan. Deinen kostbaren Warbird mit einem Klasse-D-Spectre vom Himmel geholt. Das tut doch bestimmt weh, oder? Und auch wenn es nicht deine ganze Crew rechtzeitig in die Fluchtkapseln geschafft hat, dir ist es gelungen. Frauen und Kinder zuerst, war es nicht so? Ja. Schon komisch, dass der Schiff natürlich wieder... Jo, okay. Ach, so. Was haben wir denn noch so? Was brauchen wir denn? Komischerweise sind dafür jetzt wieder alle Magazine weg gewesen. Ich mach mal voll. Mach mal voll. Da haben wir noch. Auch wenn das Spiel ein bisschen älter ist, ist es immer noch verbuggt. Hochentzündlich und giftig. Ihr dürft nicht schießen. Nicht? Keine Knack. Na, das wird ein Spaß. Na toll. Hui! Reicht das? Ja.
Achso, ich habe keine Isolation mehr. Schade. Okay. Und weg. Ey. Hab gesagt, und weg. Nicht dahin. Komm mal hier hin. Hier hin. Genau. Ja. Gleich hast du's. So. Weiß? Die automatischen Eindringlingsdetektoren haben das Sicherheitsprotokoll aktiviert. Ich kann nicht. Der Reaktor sieht echt scheiße aus. Wenn er hochgeht, zünden wir auch die Bombe. Toll. Kümmer dich da, Sushi-Arsch. Du bist dann bereits tot. So. Ja, doch. So. Die Peitsche kannst du einsetzen. Wohin denn? Dahin. Aha. Ja, komm mal her. Ey! Schnauze! So, da war ja was. Mach das Ding an. Oder aus. So. Aber jetzt bitte alsbald mal wieder schießen. Finde ich echt knorke. Mach mal auf. Kannst du mich verarschen? Ich hab nur Spaß gemacht. Witzig, oder? Ja. Total. Oh, jetzt haben wir alles voll, da können wir auch warten. So. Darf ich jetzt wieder? Ich hab den letzten gekillt und ich kill auch den hier. Offenbar schon. Ja. Ja. So. Grillfleisch. Ah. Da bleibt nicht mal viel übrig. War das schon alle? Gott sei Dank. Ich bin es nicht gewohnt, dass eine Mission erfolgreich endet. Liegt daran, mit wem du gearbeitet hast. Soll das was heißen? Oh, Mann. Hey, wo willst du hin? Entschärf das Scheißteil. Es ist gesichert, du Idiot. Dafür sind zwei Leute nötig. Ich muss den Schlüssel in exakt demselben Moment umdrehen, in dem du den Deaktivierungscode eingibst. Sonst geht die Bombe hoch. Geh da rüber. Ich mach den Code bereit. Beeilung! Ich glaub dem Typen nicht. Immer noch nicht. Halt! Eine falsche Bewegung und sie geht hoch! Los! Ideenhebel, um Zugriff auf die Konsole zu erhalten! Ja! Gib folgenden Code ein! D, U, B, L, Ö, D, M, A, N, N! Ja! Drück jetzt den gelben Knopf, um den Code zu bestätigen!
Nö, mach ich nicht. Ach, Mann. Ja, aktiviert. Ihr Penner habt wieder mal Scheiße gebaut. Ihr habt gerade die DNA-Bombe scharf gemacht. Du miese Ratte. Ja, ich muss einen Flug kriegen. Mit einer schönen Flasche Scotch und vielleicht einer Stewardess, die mir eine bläst. Na toll. Ach, na toll. Mann. Such uns einen Weg hier raus. Geht nicht. Die verstärkten Wände sind zu dick, um die Umgebung zu scannen. Was können wir denn machen? Ach, okay. Mal auf. Der Sackgesicht. Ich wusste, da kommt sowas bei rum. Weg. Das ist doch sinnlos. Reiß dich zusammen, Nation. Wir haben noch eine Chance. Wir müssen zu Serranos Rettungsschiff, dann legen wir das Stück Scheiße um und fliegen nach Hause. Vertrau mir einfach. Na schön, Trey. So, auf. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch wohl nur irgendein abgefuckter Witz sein. Das ist kein Witz, Trey. Das ist einfach das Ende des Weges. Der unausweichliche Abschluss. Scheiß drauf. Und da tun sie auch wieder neue Sachen auf. Hör auf. Hier, sieh mal, was ich gefunden habe. Oh Gott. 200 Meter Sturz. Ist doch was. Oder nicht? Hier. Aha. Siehst du, eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Was habe ich dir gesagt? Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht gibt es immer einen Ausweg. Genau, immer. Jetzt legen wir den Wichser um und verschwinden von hier. Aber hallo. Ach, Mann. Oh, diese verfluchte, abgewichste Scheiße. Wir sind wieder genau da, wo wir angefangen haben. Letztes Mal hat der Raum aber nicht gebrannt. Toll. Ganz toll. Okay. Es muss einen aus. Vielleicht ist das hier aber auch einfach das Ende. Ich möchte lieber in Frieden sterben, als wie wahnsinnig das Schicksal. Nein, wir gehen hier raus. Ich bin an all dem hier schuld. Wenn ich sterbe, ohne es in Ordnung gebracht zu haben, dann erwartet mich bestimmt kein Friede. Irgendwas. Ray. Hör mal. Wir haben Gesellschaft. Oh. Ja! Deus Ex Machina, wie zum Teufel! Wofür hältst du mich, eine verweichlichte Tussi? Ich bin eine verdammte Final Echo-Kommandantin. Hab mich an einem Stromkabel festgehalten. Macht schon, hier stürzt alles ein. Ja, Gott sei Dank. Gehen wir. Ja, das wurde aber auch Zeit. Ich würde sagen, der Part wird heute etwas kürzer, weil im nächsten Part so einfach anfangen, das ist, das bringt nichts. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann wieder raus und wir müssen irgendwie den Serrano umlegen, weil total wichtig und so. Ne, ist halt ein Arsch. Und was für eins, ein Riesenarsch, ein gigantonischer Riesenarsch. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, bis zum nächsten Mal, tschüss.